Moin moin, mein Name ist Matteo, ich komme aus Duisburg und entwickle seit 4 Jahren Videospiele. Im Januar 2023 habe ich mit Mackies Adventure mein erstes eigenes Videospiel auf Steam released. Es geht um Haie und Pixel Art, zwei Sachen, die ich gerne mag. Seit knapp 8 Monaten entwickle ich an meinem zweiten Videospiel Rogue Jungle. Rogue Jungle ist ein Roguelite, in dem ihr euch durch einen prozedural generierten Dschungel kämpft und euch ein Deck aus Waffenkarten aufbaut. Das Besondere an meinem Game ist, dass ihr eure Waffen jederzeit frei fusionieren könnt. So könnt ihr zum Beispiel aus einem Feuerball und einem Bogen einen Feuerbogen bauen. Natürlich kommen so aber auch oft Waffen raus, die komplett broken und verrückt sind, wie die Weihnachtsbaumkanone. Die kommt raus, wenn man einen Weihnachtsbaum und eine Kanone kombiniert und die Inspiration kam von einem deutschen Meme. Aktuell sind schon über 100 Waffen im Spiel drin, aber hier ist mir sehr wichtig, dass sich alle Waffen anders anfühlen und jede Waffe einen anderen Spielstil hat. Wie in Hades kämpft ihr euch von Raum zu Raum durch den Dungeon und bekommt je nachdem, welche Räume ihr nehmt, andere Belohnungen. In den Runden müsst ihr wie in Vampire Survivor gegen Gegnerhorden kämpfen, XP aufsammeln und am Ende gegen einen mächtigen Bossgegner kämpfen, um den Run zu beenden. Für die Bosskämpfe nehme ich mir ein Beispiel an Zelda, das heißt die Bosse haben verschiedene Phasen, verschiedene Attacken und verschiedene Schwächen gegen bestimmte Waffen. Nach jeder Runde bekommt ihr Ressourcen, mit denen ihr euch neue Kartenpacks holen könnt. Aus diesen Kartenpacks könnt ihr neue Charaktere ziehen, neue Waffen ziehen oder neue Items ziehen. Wenn ihr eine seltene Holo-Karte zieht, bekommt ihr einen neuen Charakter. Diesen Charakter könnt ihr mit seinem Gebäude dann in euer Dorf platzieren. Die Charaktere in Rogue Jungle haben alle einen anderen Spielstil, aber es sind alles verschiedene Vogelarten. Der erste Charakter heißt Karasu und ist eine Krähe mit einem Bogen. Der zweite Charakter ist der starke Rotkehlchenritter. Der dritte Charakter ist Cornelius, eine magische Eule, die Tränke wirft und hohen Effektschaden macht. Leider habe ich noch kein Release-Datum zum Ankündigen, aber ab heute könnt ihr den neuen Playtest auf Steam anspielen. Euer Feedback würde mir sehr helfen, also schaut gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Zum Ende hin möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mein Game vorstellen durfte. Ihr habt mir echt den Tag verschönert. Vielen Dank und viel Spaß bei der Opening Night Live.